Der Has und der Leu. Vor vielen, vielen Jahren haben alle Tiere friedlich miteinander gelebt und keins hat das andere aufgefressen. An einem schönen Tag aber ist ein Leu im Wald auftaucht. Er war stärker als alle anderen Tiere und hat sofort angefangen mit den Streiten, zum zeigen, wie grossartig er ist. Bald hat der Leu den Schakal in den Wald geschickt und alle Tiere zu sich rufen lassen. Scharenweise sind sie gekommen und haben sich vor seiner Höhle versammelt. Stolz und hochmütig ist der Leu vorne gestanden und hat die Rede gehalten. Hört gut zu. Von heute an bin ich euren König und der Schakal da ist mein oberster Diener, mein Minister. Ihr alle sind meine Untertanen und darum müsst ihr mir jeden Abend eine feine Mahlzeit bringen. Wer mir nicht folgt, der friss ich auf. Die sonst so friedlichen Tiere sind wütig geworden. Sie hätten den Leu gern vorgejagt, haben sich aber nicht getraut, weil er stärker war. Von da an hat jeden Abend ein anderes Tier einem Leu etwas zu fressen vor die Höhle gebracht. Der feige Schakal ist immer um den Leu herumgeschlichen und hat ihm geschmeichelt. Du bist der Größte, der Schönste und der Stärkste. Niemand ist mächtiger als du, grosser König. Zum Dank hat er dürfen die Reste fressen, wo der Leu übrig gelassen hat. Alle Tiere haben dem Leu schon ein gutes Znacht gebracht. Nur der Has nicht. Die Hasenfamilie ist gemütlich in ihrer Höhle gesessen. Da ist der Schakal auf dem Waldweg den Herd schleichen gekommen und hat genesselt. Has, weißt du nicht mehr, was unserem König Leu befohlen hat? Nein, was hat ihn seine hochwohlgeborene Grossmühligkeit befohlen? Wasseli was? Ja, heute bist du eben an der Reihe, einem Leu gut Nacht zu bringen. Wenn du nicht machst, was er befiehlt, kommt er und frisst dich mitsamt deiner ganzen Siebschaft auf. Also, Tiffig, mach vorwärts, sonst geht's euch schlecht. Die Frau vom Has hat angefangen zu schluchzen. O Jemine, wie sollen wir kleine Häsli dem Leu etwas Gutes zu essen bringen? Er frisst doch sicher kein Köhl und kein Rüebli. Der wartet doch nur drauf, dass er uns alle kann verschlingen. Oh, unsere armen kleinen Kinder. Der Vater Has hat die Hasenmutter getröstet. Du musst keine Angst haben, liebe Frau. Der Leu ist schon stark, aber auch dumm. Mit dem wird ich schon fertig. Mach dir keine Sorgen. Der Leu wird uns nicht fressen. Das verspreche ich dir. Das hat sich sauber rausgeputzt, sein Schnauzbart zwirbelt und sich auf den Weg gemacht zu der Leuenhöhle. Die, die ihn unterwegs gesehen haben, haben sich gewundert und gefragt, woher gehst du, Brüder Has?
Für was hast du dich so fein gemacht? Und der Has hat fröhlich zur Antwort gegeben. Ich bin auf dem Weg zum König Loi. Es ist höchste Zeit, dass ich ihm sage, wie der Has läuft. Kurz bevor der Has zu der Höhle vom Loi gekommen ist, hat er sein Fell verstrubelt, ist in einem Pfluter herumgetrollt und bald darauf ist er verdreckt und mit Lampioren vor dem wütigen Leu gestanden. Der hat schon lange auf ihn gewartet und sein Maul weit aufgerissen. Was fällt dir eigentlich ein? Erstens kommst du viel zu spät. Und dann hast du auch noch den Magen, kein Fressen mitzubringen. Jetzt hast du ausgehopset. Ich mach dir den Garaus. Das hat sich vor dem Leu in den Sand geworfen, hat ihn verzweifelt von unten auf ihn angeschaut und gestammelt. Wart, höre her, ich muss euch das erklären. Excuse vielmal, ich habe nichts dafür. Ich habe eine wunderbare Nacht für euch parat gehabt. Meine Frau hat selber gekocht und sie ist eine grossartige Köchin. Sie hat einen köstlichen Braten gemacht mit frischen Kräutchen und Pilz. Wo ich also zu euch gekoppelt bin, schnell, dass das feine Essen nicht kalt wird, ist unten an der Schlucht auf einmal ein Leu aus dem Gestrüpp rausgekumpelt und hat mir den Weg versperrt. Er hat mir euren Znacht aus den Pfoten gerissen und Rübis und Stübis alles aufgefressen. Ich habe ihm natürlich gesagt, dass das Essen für euch war, für meinen König. Aber was hat der aufgeblasene Kerl gesagt? Er sei der richtige König, und zwar der Einzige. Der Leu hat seinen Rachen weit aufgesperrt und brüllt. Wo ist der Garner? Los, bring mich sofort zu ihm. Ich tue ihn zerfetze. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber er hat zur Antwort gegeben, ich getraue mich fast nicht, das zu sagen. Er hat gesagt, vor euch habe ich keine Angst. Ihr seid ja nur ein Löli, ein Läuli, seid ihr. Ja, genau so hat er es gesagt. Der Leu hat sein gewaltiges Gebrüll ausgestoßen und hat mit seinem Schwanz auf den Boden gepeitscht. Wo ist der Kerl? Zeig mir sein Versteck. Dem will ich zeigen, wer da der König ist. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Aber er hat mich nur ausgelacht. Folgen Sie mir, Majestät. Ich führe Sie zu ihm. Der Has ist davon geflitzt und der Leu hinterher. Plötzlich ist der Has wie angewurzelt stehen geblieben. Vor ihm ist ein grosses, tiefes Loch, bis an den Rand mit Wasser gefüllt. Ich getraue mich nicht weiter.
wispert der Has, weil ich so klein bin. Aber wenn ihr euch abbeuget und in das Loch hineinschaut, dann seht ihr das jämmerlich grosse Maul. Blind vor Täubi ist der Leu an den Rand von dem Tümpel gumpet und hat sich übers Wasser gebückt. Dort hat er natürlich sein eigenes Spiegelbild gesehen. Komm raus, du Feigling, hat er gerufen und seine Zähne gefletscht. Der Leu im Wasser hat es gleich gemacht. Ich zerfetze dich in tausend Stück, hat der Leu donnert. Und sein Find im Wasser bös angeschaut. Der Leu im Wasser hat's gleich gemacht. Er hat sein Maul so weit aufgerissen, wie er nur hätte können. Der Leu im Wasser natürlich auch. Der Leu hat zittert vor Wut, hat seine Pranken gelupft und ist dem anderen grad ins Gesicht gumpet. Platsch! Es hat gurgelt und der Leu ist im Wasser verschwunden. Jetzt erst hat er begriffen, dass ihn der Has hineingelegt hat. Auf einmal ist es lebendig geworden in den Bäumen. Hoch oben in der Baumkrone haben Affen, Vögel und andere Tiere gekeckert und gejohlt. Sie haben dem Schauspiel von weiter weg zugeschaut. Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht verbreitet, dass der Has, der Leu, am Seil abgeschaut. Tropfnass ist der überlistete Leu aus dem Wasserloch rausgeklettert. Er hat sich so geschämt, dass er sich mit eingezogenem Schwanz davon geschlichen hat. Von da an haben die Tiere wieder in Frieden gelebt. Der Leu ist nie mehr gesehen worden in dieser Gegend. Der schlaue Has hat seinen Schnauz zwirbelt und ist fröhlich zu seiner Frau und zu seinen Kindern gekoppelt.